So, und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und heute wollen wir es doch nochmal wagen, diesen Schrein hier zu bezwingen. Das war nämlich eine Kraftprüfung auf schwer. Damals, als wir den Schrein gefunden haben, waren wir noch nicht so gut ausgerüstet. Aber jetzt mittlerweile sieht das Ganze doch schon ein bisschen anders aus. Und deswegen denke ich, dass wir das heute auf jeden Fall nochmal versuchen können. Und ich bin auch guter Dinge, dass es heute klappen wird. Also, auf ein neues, würde ich sagen. Oh boy. Kraftprobe schwierig. Kurz noch die beste Rüstung anziehen. Wie gesagt, wir wollen ja hier nicht drauf gehen. Wird wahrscheinlich bei mir immer noch die... Aber ich werde wahrscheinlich das Reckengewand anbehalten, um zu gucken, wie viel HP der hat. Einfach damit ich das überprüfen kann. Wir besiegen ihn natürlich mit dem Wächterschild. Und ich nehme jetzt einfach mal eine sehr starke Waffe. Ich nehme mal den Felsenspalter. Damit sollten wir auf jeden Fall gut aufgestellt sein. Das hier ist auch ganz okay mit plus 5 noch. Sollte so passen. Hoffe ich zumindest. Okay, jetzt Konzentration. Der Typ hat drei Waffen. Wir kriegen auch dementsprechend drei Waffen wieder. Also einfach nur konzentriert bleiben. 3000 HP hat der Ganze. Ah ja. Das war guter Dodge. Jetzt ruft er, komm. Es wird seine Zeit dauern, bis wir ihn down haben. Aber mit starken Waffen sollte das klappen. Mach nochmal. Also alles zu früh, fuck. Egal, hier kriegen wir ihn nochmal mit einer Rollattacke machen gleich. Was für Roll. Okay, er macht viel zu viel Damage. Egal, wir haben ihn schon sehr viel abgezogen. Wir haben ihn gleich bei 2000 schon. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ich glaube, ich esse kurz was. Zur Sicherheit. Ich habe keine Feen mehr, soweit ich weiß. Nee. Ich sollte wieder mal Feen suchen. Ich esse mal alle Restforellen. Ah, das war gerade eine Waste. Waste of Fish. Komm her. Zack, zack und bam. Oh mein Gott, ich bin ausgewichen. Hallo. Was? Ich hab... Alter, mein Controller geht nicht. Nein! Fuck, es passiert direkt beim ersten Mal schon. Okay, und diesmal keine Scheiße bauen. Ich habe jetzt aber mal die Keule genommen, weil die macht auch 38 Damage oder so. Ist auch ganz okay. Obwohl wir eigentlich am Anfang die stärkere nehmen sollen, weil danach kommt ja eher die Fernkampfphase. Deswegen switche ich jetzt nochmal kurz auf die andere Waffe. Und zwar, welche war's? Hier, der Felsenspalter. Er geht jetzt schon auf Schuss. Okay, krass. Mach, mach, mach. Komm, Kuss. Ja, nice, nice, nice. Das war ganz knapper Dodge. Das war ganz close. Okay, nice, nice, nice. Dann erstmal hier hintergehen. Dann schon mal zum Rollen vorbereiten. Oh, jetzt kommt er mit der Lanze. Nice, nice, nice. Nochmal ein guter Dodge. Ruf da, komm. Zack. Diesmal haben wir ihn. Seitwärts. Let's go. Er hat kein Schild. Das ist schon mal gut. Nochmal ein guter Dodge. 1000 HP sollten jetzt gleich weg sein. Ja, okay, fast. Okay, warum Pfeiler? Warum Pfeiler? Nice, das war nochmal gut. Hey, wir haben ihn einfach schon fast. Okay, das Ding zerbricht gleich. Okay, er ist kaputt gegangen. Oh boy. Nehmen wir das nochmal. Oh Gott, nein. Den macht er jetzt. Ich weiß, ich sollte eigentlich den Aufwind hier nutzen, aber... Oh Gott, mein Bow ist kaputt. Jetzt drauf da, komm.
Nochmal bald die 2000 durch. Ruf da, ruf da. Nice, 2000 schon mal weg. Scheiße, keine Waffe ausgerüstet gerade. Zwei Händler. Oh nein. Gib mir den Aufwind. Fuck. Eieiei, nicht schon wieder sterben, nicht wieder sterben. Wo sind meine Fische? Als ob die Forellen weg sind. Nee, doch nicht, okay. Greif nochmal an, du Spast. Nice. 38 Damage in deinen Körper. Auf die Fresse. Oh nein. Jetzt macht er das andere, glaube ich. Ja. Fuck. Boah. Macht er das nur noch jetzt? Schaffen wir, komm. Jawohl. Oh mein Gott. Meine Pfeile, ich hab fast keine Pfeile mehr. Scheiße, 19 Stück, das ist mickrig. Das ist echt mickrig. Ich hoffe, wir kriegen jetzt bald wieder Pfeile oder wir gehen mal zu einem Stall, das wäre auch ganz geil. Oh, warte. Fotos machen. Nicht vergessen. Apropos Fotos machen, nicht vergessen. Ich habe die Bosse vergessen. Ich hoffe, die kann man kaufen. Das wäre sonst ein bisschen schlecht. Die Wächter-Axt plus. Ich glaube, die brauchen wir auch noch für eine Sidequest. Dann haben wir noch die Wächter-Lanze. Plus. Boah, 60 Damage. Das ist schon ein krasses Teil. Ja, okay, die geht jetzt ganz noch. Ich kann die nicht mitnehmen? Als ob. Da lässt sich doch was finden. Wie viel macht die? Ich hab's vergessen. Aber... Ja, scheiße, ne? Ich glaube, die hier kann weg. Will schon gerne die Lanze mitnehmen. Dann haben wir auch eine Lanze wieder mal. Ja gut. Dann holen wir uns unser Seichen und unsere Kiste noch ab, die da vorne war. Oder ist. Die ist ja immer noch da. Und dann würde ich sagen, bevor wir irgendwas weiter in der Story machen, will ich erstmal dieses Sumpfgebiet bei diesen Drachen noch von den Crocs befreien und dann würde ich sagen, begebe ich mich mal weiter. Ja, Kletterhandschuhe! Yes, wir haben das Kletterset voll! Geil! Richtig nice! Perfekt! Könnte nicht besser sein gerade. Alright. Ich glaube, wir haben jetzt wieder 4 Zeichen mittlerweile. Ja. Gut, dann habe ich jetzt etwas vor. Und zwar möchte ich jetzt nach Kakariko gehen. Einerseits, um mir ein neues Herz zu holen. Und andererseits, um zu der Fee zu gehen und zu gucken, was wir buffen können. Von unserer Rüstung. Deswegen, 2 Fliegen mit einer Klappe. Würde ich sagen, lohnt sich, dahin zu gehen. Und ich frage mich jedes Mal wieder, wenn ich diese Krog-Anzahl sehe, dass wir erst 230 haben und es 900 gibt. Wie krank das einfach ist. Wie krank viele Crocs es gibt. Und wir auch schon so viele gefunden haben, aber trotzdem noch, dass hier alles voller Crocs ist. Ich meine, wir haben gerade mal vielleicht ein Drittel der ganzen Map offengelegt. Ist schon krass. Aber jetzt erstmal nach Kakariko. So, da sind wir. Kakariko. Gut, ich würde sagen, wir holen uns erstmal das Herz. Es ist Nacht, alle schlafen. Wir wollen hier nicht allzu lange stören und Unruhe stiften, sondern nur kurz unser Herz abholen. Ich erbitte Herzen, bitte. Danke. Sind wir wieder bei 0. Aber immerhin haben wir ein Herz mehr. Es fehlen uns noch 2. Das heißt, 8 Schreine. Und dann können wir uns das Master Schwert holen. Gut. Dann auf zur Fee.
natürlich auch wieder alle Supplies mitnehmen. Und wir haben jetzt das volle Kletterset, was auch krass ist. Aus diesem Laden haben wir, glaube ich, alles, was wir kaufen können oder was es da gibt. Soweit ich weiß. Und ich hoffe, wir können bei der Fee die beiden noch nicht verbesserten Kletter-Items buffen. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Weil... Habe ich von dem schon ein Foto? Ja, Rumi habe ich schon. Der hat gerade aber nicht ernsthaft nur einen Rubin gedroppt, oder? Als ob, Digga. Das ist einfach noch einer. Gibt es hier wieder ein bisschen Prinzessinnen in Enzian? Das wäre ganz nice. Oder gibt es hier wieder... Oh, wow, Feen, stimmt. Hier gibt es auch noch Feen. Das sollten wir unbedingt auch mitnehmen. Ich glaube, ich sehe die Ninja-Rüstung an. Um das Risiko, entdeckt zu werden, nochmal ein bisschen zu verringern. Ja, komm doch runter. Nice. Will alle Feen mitnehmen. Komm runter. Alles okay. Komm, komm. Nice. Nummer 2. Okay. Da hinten ist das. Ne, ist ein Karotten. Da ist Prinzessin in Enzian. Den brauchen wir auch noch. Was ist das denn? Ah, Berghirschgut. Die haben wir schon. Dann holen wir uns auch hier die letzte Fee. Wenn sie runterkommt. Komm schon. Komm schon. Komm runter. Hey, du Vieh. Danke. Alright. Hätten wir die Feen. Hallo. Kotura, was geht ab? Wir wollen wieder was verbessern. Machen wir. Also, dann... Ich kann das hier verstärken. Ja, dann her damit. Bitte. Nur zu. Das müsste jetzt auf 8. Der 8, also 8 Schutz sein. Genau. Nice. Und das Main-Gewand versteckt. Verstärkt, nicht versteckt. Ich glaube, jetzt können wir es aber nicht mehr... Ja, es ist vorbei. Das hier müssten wir... Ja, die beiden können wir auf jeden Fall. Nice, sehr gut. Können wir beide verbleibenden Kletter-Items nochmal verbessern. Wird zwar nicht sehr viel bringen, aber immerhin sind wir dann ein bisschen schneller... beim Klettern. Das würde ich ja sowieso nicht zum Fighten anhaben, sondern nur zum Klettern halt wirklich, weil es halt wirklich nur dafür gedacht ist. Mehr dafür... Mehr Verwendung dafür habe ich auch nicht. Aber ich denke mal, wir verstärken einfach noch alles, was wir können jetzt. Aber das hier können wir nicht mehr, erstaunlicherweise. Ich glaube, da fehlt uns noch das Item dazu. Das haben wir nämlich noch nicht. Na gut, dann, das hier, wenn wir es schon haben, dann her damit, klar. Denke mal, das ist auch ganz gut, dass in dem Gebiet, wenn es oder wenn es mal regnet wieder, gibt uns auch ein bisschen mehr Elektroschutz. Wir haben auch doch die Hosen davon. Auch mal ganz nice, das noch zu verstärken. Ich glaube, ich kann sogar noch ziemlich viel verstärken. Brauche einen Exalfoss-Hörner hierfür. Okay, wir können alles sehr stark verstärken. Sehr stark verstärken, genau, Flo. Ich denke, es aber auch mal ganz nice zu sehen, was man da so braucht. Dann kann ich mir das auch irgendwie merken noch. Aber irgendwie kann man auch die Verbindungen draus ziehen, was man braucht. Also für Feuersachen braucht man logischerweise irgendwas aus den Feuerebenen oder Bereichen. Aber ich denke mal, alles wird nur für einmal verstärken reichen. Aber auch das ist schon genug. Das reicht. Das ist gut. Ich glaube, das Maximal an Verbesserungen ist 4 oder 5. Aber ich denke mal nicht, dass ich alle Rüstungen voll leveln werde, weil das dauert dann wirklich zu lange. Zu unnötig lange. Und allzu... Harz müssen wir auch nicht. Ich wollte ja eigentlich die 100% nur so machen, dass sie da unten in der Anzeige auf der Map stehen. Das sehen wir dann, nachdem wir Ganon getötet haben,
wie viel Prozent wir haben. Ich denke mal, nach Ganon könnte es sein, dass wir doch noch Parts brauchen, um das zu vervollständigen, aber dann sollte das reichen. Und den Sora-Helm, damit wir nochmal schneller schwimmen können. Okay, das ist auch ganz nice. Kann auch sein, dass das mit dem Verstärken hier gerade ein bisschen langweilig ist, aber es muss auch gemacht werden und solange wir es können, machen wir es auch. Dass man Exalfoss-Hörner dafür braucht, könnte man vielleicht drauf kommen, denn die Exalfoss schwimmen ja. Ja, geht auch, es macht schon Sinn, es macht schon Sinn. So, noch 4 Kleidungsstücke bleiben uns übrig. Wissen wir noch gar nichts hier? Nee, okay, dann haben wir das alles noch nicht gefunden. Noch 4 verbleibende Kleidungsstücke, dann geht's weiter für uns. Alles klar. Jetzt noch die Ninja-Rüstung, denn ich glaube, bei der Ninja-Rüstung, was, ich weiß gar nicht was, also bei der ersten Stufe ist einfach das Schleichen leiser, aber ich glaube, bei der dritten Stufe kriegt man Nachtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn es Nacht ist, bewegt man sich mit dieser Rüstung schneller. Aber wie gesagt, das glaube ich erst bei der dritten Stufe. Bei der ersten Stufe ist nur das Schleichen gebufft. Aber immerhin. Man kann nicht sagen, dass es nichts ist. Und ich glaube, beim letzten Kleidungsstück gucken wir uns einmal die Animation komplett an von der Fee. Uns fehlt nämlich noch ein einziges Stück, was wir verbessern können. Dann war's es. Let's go. Und sie wird uns jetzt auch sagen, dass sie nichts mehr verstärken kann. Alright. Gut, dann adios. Denke mal, wir müssen kurz unsere Inventarordnung wieder ein bisschen herstellen. Aber das, glaube ich, einiges ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ey, Klettertempo. Nice. Alles gebufft. Außer das hier. Warum ich das nicht verbessern konnte, wundert mich gerade auch. Aber wir haben das Rankengewand gebufft. Also, beschweren können wir uns nicht. So, wo geht es denn jetzt hin? Genau, ich wollte hier dieses Gebiet von Krox clearen. Alright. Dann auf dahin. Und es regnet wieder wie sonst was. Holy moly. Aber gut, ich würde sagen, damit der Part nicht wieder in Überlänge gerät, würde ich sagen, dass wir den Part hier beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.